Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 3. November. Schauen wir uns die Tagesenergien für heute an. Das erste Siegel, Krebs schon wieder. Dann haben wir heute als zweites Siegel Anada. Und als dritte Energie des Tages zeigt sich heute Vayunada. Wow. Ja, heute dürfen wir wieder wirklich unser heiles Herz feiern und wirklich unsere Herzvision auf die Erde bringen, uns darum kümmern, was wirklich das Anliegen unseres Herzens ist. Was möchten wir manifestieren? Was möchten wir? Wie möchten wir in der neuen Welt leben? Wie soll deine neue Welt sein? Und wirklich auch das Erkennen, dass die neue Welt schon da ist. Und jede Freude, jede Befreiung, jedes Heilsein, das du manifestierst an jedem einzelnen Tag, das ist die neue Welt. Und das dürfen wir uns bewusst machen, dass sie schon längst da ist, dass wir schon mittendrin sind und dass überall wirklich so viele kostbare Geschenke aus der Erde sprießen, jeden Tag aufs Neue. Ja, Kri hilft uns heute einmal mehr, wirklich unsere Vision zu klären, zu erkennen, worum es in einer Sache wirklich geht. Lass uns doch heute einfach mal einen Herzmanifestationstag einleiten. Was möchtest du gerne? Wie möchtest du gerne leben? Wie möchtest du dich gerne fühlen? Was ist wirklich ein ganz großer Herzenswunsch von dir? Und Kri hilft dir zu erkennen, worum es bei diesem Herzenswunsch eigentlich geht. Ja, was ist denn das Eigentliche, was du möchtest? Und beispielsweise, wenn sich jemand eine bestimmte Summe an Einkommen wünscht, dann ist es für den einen eher so der Aspekt der Sicherheit, für den anderen ist es eher Freiheit, ich kann machen, was ich will, für den nächsten ist es eher Unabhängigkeit. Und dieses Erkennen, was möchtest du denn eigentlich, worum geht es dir denn, was möchtest du denn wirklich leben, welche Gefühle, welche Attribute, welche Energien stecken denn hinter deinem Wunsch, deiner Vision, deiner Sehnsucht? Ja, wenn du dir ein neues Zuhause wünschst, ist es etwas, was dir Sicherheit gibt, was dir Schutz gibt, was dir Geborgenheit gibt, was dir ein Wohlempfinden gibt, was eine Oase der Ruhe ist, was ein Zentrum der Stille vielleicht ist. Ja, was sehnst du dich? Möchtest du vielleicht umziehen, weil es dir zu laut ist, weil die Energien komisch sind? Worum geht es dir wirklich? Wonach sehnst du dich in der Tiefe? Was ist die Essenz, wenn du ein Traumhaus beispielsweise visualisiert? Was möchtest du dort leben? Was möchtest du dort fühlen? Es geht ja nicht nur, dass du es anschaust und sagst, ja, es ist schön, sondern wer möchtest du dort sein? Und wenn du erkennst, worum es in einer Sache wirklich geht, ja, dass du dich zum Beispiel sicher fühlst, dann schau, in welchen Aspekten deines Lebens fühlst du dich denn schon sicher? Vielleicht jetzt nicht bezogen auf dein Einkommen oder auf dein Haus, aber vielleicht auf deine Berufung oder in deiner Familie oder in einer Freundschaft, dass du dich einfach in dieser Freundschaft sicher und aufgehoben fühlst. Oder es gibt vielleicht eine kleine Hütte oder ein kleines Café, in dem du das erlebst und fühlst, oder einen Strand. Und irgendwo in deinem Leben gibt es das schon, wonach du dich in einem größeren Maße sehnst. Und wenn du da reingehst, dann bist du viel mehr in der Präsenz und in der Energie des Schon-Habens als im Mangel. Ich brauche das, weil das andere so schrecklich ist. Damit verändert sich sofort die Energie und dann kommst du in die Dankbarkeit darüber, dass das ja schon da ist. Und das wäre die nächste Stufe, wirklich diese Dankbarkeit für das, wo du Sicherheit empfindest in diesem Beispiel, dass du das einfach lebst. Und dann bist du schon in einer ganz, ganz hohen Schöpfungsfrequenz. Und Kri hilft dir wirklich, diese Muster, diese Programme zu durchschauen und wirklich das, was deiner höchsten Vision im Leben steht, was dein drittes Auge blockiert, für deine wahre Vision wirklich zu reinigen, aufzulösen. Die Glaubenssätze, die Muster, haben wir jetzt wirklich viel darüber gesprochen. Heute geht es mir um den Aspekt zu erkennen, worum es in einer Sache, die du dir wünschst, wirklich für dich geht. Und Kri räumt dann den Weg frei und pustet das andere weg, was dem entgegensteht. Zum einen, und zum anderen hilft es dir, dein wahres Motiv zu erkennen. Ja, Anada hilft dir natürlich dann dabei, deine Schöpfung, deinen Wunsch auf die Erde zu bringen. Das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt. Ja, weil, das hatte ich vor ein paar Tagen gesagt, für jede
damit eine Manifestation stattfinden kann, damit dein Wunsch auf die Erde kommt, musst du natürlich anwesend sein, musst du im Körper sein. Ja, der Geschenktisch ist bereit, du hast dir das und das zum Geburtstag gewünscht. So, die Geschenke stehen jetzt auf deinem Geschenktisch und jetzt fehlst einfach nur noch du, der sich hinsetzt oder die sich hinsetzt und die Geschenke auspacken. Wenn du nicht erscheinst, dann kannst du deine Wünsche natürlich auch nicht in Empfang nehmen. Und das ist das mit im Körper sein, mit in der Erdung sein. Und das ist das, was die Natur uns wirklich so schenkt, ja, diese Erdung im Waldspaziergang. Und schau einfach mal, wie schafft es ein Baum, so stabil zu sein. Es liegt daran, weil er Wurzeln hat, die ganz tief in die Erde wirklich reichen. Und so darfst du dich auch ganz tief im Schoß von Mutter Erde verankern und deine Wurzeln einrasten lassen und alles, was dich belastet, ausatmen und alles, was du brauchst, atmest du ein. Ja, alles, was dich belastet und abhält, deine Schöpfung, deine Vision, dieses Glück zu leben, nachdem du dich sehnst, lässt du einfach ins Erdreich fließen und mit dem Einatmen nimmst du genau das auf, was du brauchst, damit du eben die Geschenke, die du dir gewünscht hast, auspacken kannst, damit du rechtzeitig am rechten Ort bist und am Kaffeetisch dann einfach sitzt und keinen Parkplatz mehr suchen musst und ja, die Veranstaltung ist zu Ende. Nein, ja, in diese Erdung kommst du jetzt, ja, und damit bist du ganz anders zentriert, ganz anders bereit, deine wahre Herzensvision in Empfang zu nehmen. Und es geht nicht nur übrigens um materielle Dinge, sondern jede Heilung kann auch nur in einem geerdeten Körper stattfinden. Alles, was Veränderung ist, ob das jetzt Heilung ist, ob das etwas ist, nachdem du dich sehnst, das ist immer die Basis, ist immer die Erdung. Ja? Manifestation, es ist immer Manifestation, egal in welchem Zustand es geht. Es sind unterschiedliche Bewusstseinszustände, die wir gestalten. Heilung ist ein anderer Bewusstseinszustand wie Krankheit. Fülle ist ein anderer Bewusstseinszustand wie Mangel. Und damit ein Bewusstseinszustand sich von A nach B verankern kann, braucht es die Erdung. Manifestation, all das ist Manifestation, kann immer nur in einem geerdeten Zustand zur Materie werden. Ansonsten bleibt es das sogenannte Hirngespinst, das eben nicht auf die Erde kommt. Und das vergessen so viele Menschen, diesen so wahnsinnig wichtigen Schlüssel. Und Bayunada unterstützt uns dabei, dass es wirklich auch unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte auch wirklich dem göttlichen Plan entsprechen, unserem göttlichen Plan entsprechen. Das heißt, der höchsten Vision unseres Herzens. Manchmal wollen wir unbedingt was haben, was uns gar nicht gut tut und wir verstehen das aber nicht. Und Bayunada hilft uns wirklich, dass noch Bessere, als das wir uns vorstellen, kommen, wirklich in unser Leben kommen darf. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld der leichten und freudigen Manifestation möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Kri, Om Anada, Om Bayunada, Om Kri, Om Anada, Om Bayunada, Om Kri, Om Anada, Om Bayunada, Om Kri, Om Anada, Om Bayunada. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Sieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest.
Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.